Ah, jetzt. Ah, guck mal, hier können wir auch lesen. Sehr schön. Dann machen wir doch mal kurz. Chronik von St. Antonius. Natürlich die Frage, ist das jetzt unser Zimmer hier oben? Dann nicht. So. Aber meint ihr eben, er hat noch weitere Quests für uns? Ich weiß nicht. Sieht gut aus. Kommst du, um zu trainieren? Oder benötigst du etwas anderes vom Orden des Heiligen Siegels? Was kann ich für den Orden tun? Gut, dass du deine Kräfte wieder für uns einsetzen willst. Der heilige Antonius wurde von 4 Menschen betrogen, die nachts im Schutze der Dunkelheit angriffen. Wie Ratten, die aus den Katakomben kriechen. Ihre Macht war zu stark. Aber als er tödlich getroffen wurde, sprach St. Antonius einen Fluch aus. Ihre Seelen sollten keine Ruhe finden, bis ein Kämpfer auftaucht, der Antonius ebenbürtig ist und sie herausfordert und ein für alle Mal besiegt. Sie lachten ihn nur aus, als er sterbend in der Gosse lag. Siegesgewiss nahmen sie 4 Objekte mit. Den Schild, das Schwert, den Helm und den Harnisch. Doch schon wenige Tage später starben sie an einer schrecklichen Krankheit und wurden von ihrer furchtsamen Verwandtschaft in riesigen Steinsärgen verschlossen. Ihre Grüfte befinden sich überall in dieser Welt. Und nach einer langen Suche haben wir alle Schlüssel gesammelt. Dein Auftrag ist es, die zweite Gruft zu finden und das Schwert, das in dieser Nacht zerbrochen wurde. Nimm diesen Schlüssel zur verfluchten Gruft. Wir vermuten, dass sie sich in den Katakomben unter dem inneren Bezirk befindet. Viel Glück. Ich hoffe, dein Auftrag ist auf einem guten Weg. Welches Training bietest du an? Du kannst dir Kampffertigkeiten erlernen oder Fähigkeiten trainieren, die du schon gemeistert hast. Neue Fertigkeiten erweitern deine Möglichkeiten in Kämpfen gewaltig. Und unser Training zeigt dir, wie du gegnerische Schläge abwehrst. Die Art, wie jeder anständige Krieger kämpfen sollte. Ah, hier, Moonking-Skills. Sehr schön. Ich möchte Kampffertigkeiten erlernen. Neben anderen Künsten sollte jeder wahre Krieger lernen, die Schläge seines Gegners zu parieren. Todesladung. Okay, nehmen wir. Moonking-Parade, auch gut. Was haben wir hier noch allgemein? Okay, das ist Hammer. Speer, das wollen wir alles nicht. Okay. Macht der Moonking ist maximal. Das ist auch maximal. Und das auch. Okay. Da könnt ihr mir nichts beibringen, ne? Okay. So, was ist das hier? Das können wir auch mal anders noch machen. Das scheint mir jetzt nicht ganz so wichtig zu sein. Ich möchte kämpfen. Dann war das da hinten eben doch unser Gilde Zimmer. Bist, okay. Musst du also üben, die Schläge deiner Gegner zu. Lass uns anfangen. Im inneren Bezirk können wir dann das nächste Teil 2 von 4. Später vielleicht. Von St. Antonius finden. Das ist ja schon mal gut. Okay, wir sollten vielleicht nochmal schlafen legen. Wir sind gesundheitlich etwas angeschlagen. Wenn ich die Chance habe, das zu schlafen zu korrigieren, statt unsere wertvolle Nahrung zu verzehren, sollte man das nutzen. Witzigerweise haben wir das einzige Bett, was in diesem Orden steht. Schon mal aufgefallen? Es gibt hier genau ein Schlafzimmer, das gehört uns. Egal. So, da sind wir wieder fit und ausgeruht. Ja, würde ich sagen, geht er los. So, und noch weitere Räumlichkeiten? Nein, oder zumindest für uns derzeit nicht zugänglich. Okay. Schade, ich hatte gehofft, hier ist irgendwie ein Schmied, der uns unsere Mundklinge ein bisschen pimpen kann. Wir könnten natürlich auch unsere Anfangsstadt zurückreisen. Wir hoffen, dass unser Schmied dort das kann, aber
Ich will lieber erstmal hier vor Ort nach einem Schmied suchen. Das scheint mir zeitlich ein bisschen effizienter. Es sieht schon ziemlich imposant aus, Venedig, ne? Bei dem reellen Venedig tatsächlich, glaube ich, nicht wirklich viel zu tun, aber darum geht's ja auch nicht. Da ist noch eine Tür. Gucken wir nochmal rein. Unten. Oben. Also haben wir ein Kreuz. Da. Okay. Basic Schloss. Kein Hindernis. Das sieht irgendwie so aus, als könnte man es einschlagen. Kann mir nicht helfen. Nein, kann man nicht. Okay. Ich höre doch irgendwas. Voll der Labyrinth hier. Riesig, okay. Egal, wir plündern dann mal. Wir sind die entspanntesten Einbrecher. Wir lesen auch einfach erstmal ein Buch in der Wohnung, in der wir einbrechen. Naschzeug. Ja, nehmen wir mit. Ist wahrscheinlich auch was, was uns ein bisschen Gesundheit wiedergibt. Ganz ehrlich, alles, was wir nicht kaufen müssen, sondern hier finden, ist doch bares Geld, das wir sparen, oder? Wenn wir hier nur ein bisschen Proviant mitgehen lassen, ist doch auch schön. Lebensmittel. Alter Schwede. Huhu. Ganze Nahrungspalette hier. Nee, kannst du mal wieder aufstehen, Scarlett. Da ausruhen müssen wir uns erstmal nicht. So, ich meine aber, hier ging es noch eine Etage tiefer. Ich höre hier doch irgendwas. Ah, da! Ich wusste doch, ich habe was gehört. Kurze Frage, wie haben die diesen Karren hier runtergekriegt? Muss man ja mal fragen. Ne? Ja, das hat sich doch gelohnt. Lebensmittel und ein bisschen was geplündert. So, jetzt sind wir wieder zu Nox. Nox sagt ja, wenn wir in einer Gilde sind, dann redet er vielleicht mit uns. Obwohl, was wir auch nochmal machen könnten. Guck mal hier. Auf die Dächer von Venedig. Oh Gott, sind das viele von diesen Scheißviechern. Oh, nee. Ich hasse euch. Die sind immer so schwer zu treffen. Ah, nee, keine Lust jetzt. Ich gehe wieder. Oh Gott, sind das viele. Ich gehe definitiv wieder. Es muss irgendeine Strategie geben, gegen die zu kämpfen, weil die greifen uns ja immer so ungünstig an, dass wir sie nicht treffen können. So, Nox, jetzt rede mit mir. Spinnenorden, heiliges Siegel und so. Der ist ein bisschen empfindlich, der Typ. Also schön. Ich habe ja gesagt, dass ich dir vertrauen würde, wenn du die Schärpe einer der Gilden tragen würdest. Und jetzt bist du hier und hast die Schärpe dabei. Also sollte ich dir jetzt vertrauen, oder? Oh, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Aber ich will dir vertrauen. So viele meiner Entscheidungen waren so schrecklich falsch. Vielleicht habe ich ja diesmal Glück. Nun denn, wie kann ich dir behilflich sein? Vermutlich hat dir jemand über meine Fähigkeiten im Umgang mit der geheimen Macht der Nekromantie erzählt.
Na gut, wenn du erfahren genug bist, könnte ich dir was beibringen. Ich muss Sophistos und das schwarze Grimoire finden. Sophistos? Das Grimoire? Bei diesem Namen läuft mir ein Schauer über den Rücken. Das Grimoire? Nein, es existiert nicht mehr. Sophistos hat es zerstört. Bist du sicher? Ja. Nein, Sophistos war mein Meister. Er hat mir das Wenige beigebracht, was ich über die Kunst der Totenbeschwörung weiß. Aber ich habe meinen Meister enttäuscht. Hektor und seine Krieger haben ihn entführt und ich konnte nichts dagegen tun. Er hat immer gesagt, dass er das verfluchte Buch zerstört hat. Aber sie haben nach Sophistos gesucht und sie waren sicher, dass das Grimoire noch existiert. Wohin haben sie ihn gebracht? Die Klaue. Ja, die Klaue. Die Klaue ist ein riesiges Kriegsschiff, das auf Geheiß des Doge nach Venedig gebracht wurde. Wenn du zum Kanal des inneren Bezirks gehst, wirst du die Klaue finden. Tief in ihrem Bauch wirst du meinen Meister finden, falls er noch am Leben ist. Ich selbst kann nicht dorthin gehen, aber ich werde meinen Teil beitragen. Aber das ist eine andere Geschichte. Klingt irgendwie spannend. Meine Geschichte. Wenn du für die gute Sache kämpfen willst, dann geh an Bord der Klaue. Dort wirst du Sophistos finden. Was kann er uns denn beibringen? Und schließlich auch erfahren, ob er das schwarze Grimoire zerstört hat. Ahnen. Ja, nee. Kannst du mich die Fertigkeiten der Untoten lehren? Dieses Blutzoll. Oh, das klingt alt, spannend. Gefährlich und verboten. Aber wie du willst. Damit können wir Gegner Schaden machen und uns heilen. Ja, hübsch, was haben wir hier? Versichert die Gesundheit aller umstehenden Gegner. Geil. Puh, cool. Sollten wir so viel Magie verpulvern, vielleicht mal ein bisschen mentale Energie skillen. Mentale Stärke, erhöht das mentale Energie? Bestimmt. Ist da was passiert? Nee, ne? Nö, okay, So, die ganzen Fähigkeiten. Da können wir ja mal gucken. So, wir machen das mal anders. So. Rabenskills. Ja, gut. Schattenblick. Ist ja eher um... Schattenfahrt ist ja eher um... die Gegner zu sehen. So, dann machen wir da mal was Heiles rein. Hier kann mal die... Blutmagie hin, würde ich sagen. Unseren Raben haben wir hier auf der rechten Taste. Zorn des Raben, das ist auch gut so. Ja, andererseits, dann können wir doch die anderen Raben-Skills hier auch nochmal hinpacken. Machen wir es anders. Guck mal, dann ziehen wir doch mal die Blutfähigkeiten hier auf die 6 und 7. Das ist der Einzelne und das ist der aller umstehenden Gegner. Okay, das sind die Rabenfähigkeiten. So, was ist das hier? Rage der Ahnen. Ja, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Kampffertigkeiten hier. Passive Fertigkeit, okay. Verlangsamt den Feind. Todesladung, okay. Müssen wir mal ausprobieren. Und Mondklingenstand, okay. Tierwissen, Alchemie. Okay, sehr schön. Da haben wir unsere ganzen Skills mal... ausgerüstet. So, dann sieht das doch schon mal alles ganz viel besser aus da unten. Jetzt mit unseren Skills, besonders diese Blutmagie, finde ich, klingt sehr spannend. Gerade weil wir uns dadurch aktiv im Kampf heilen können, das denke ich, ist immer eine praktische Sache. So, mal ein bisschen geheilt. So, Sophistos Quest führt uns jetzt in den inneren Bezirk, aber ich würde gerne den äußeren noch mal kurz erkunden, ob wir hier vielleicht was zu tun haben. Ich fände ja immer noch einen Schmied ganz spannend. Was bist du eigentlich für einer? Nein? Wow. Du warst also noch nicht oft in den Hintergassen. Wer bist du? Das geht dich gar nichts an. Sag's mir lieber gleich, oder muss ich dich erst verprügeln? Hey, ganz ruhig, ja?
Kein Grund zur Aufregung. Also manche Leute. Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Eine schmutzige Stadt. Schmutzig und am Verrotten. Man nennt mich Ratte, aber das ist natürlich nicht mein richtiger Name. Die meisten von uns tragen solche Namen zum Schutz. Der kleine Nachteil ist, dass man dann daran auch erkennt, wer einer von uns ist. Und wenn du noch einen kleinen Hinweis willst, dann halte dich nachts von den Straßen fern. Die Banditen halten Ausschau nach Reichen und nach Fremden, um sie in Stücke zu reißen. Was tust du hier? Ich bin ein Wachposten. Jeden Tag melde ich meine Beobachtungen einem kleinen Laufburschen. Und der sagt's dann Rabe, meinem Boss. Das Problem ist jetzt aber, dass der kleine Drecksack seit Tagen nicht mehr hier vorbeikommt. Ich aber meinen Posten nicht verlassen darf. Eilen euch fest, das hat sich doch gelohnt, mit ihm zu reden. Jetzt? Moment mal. Wie wär's, wenn du dem kleinen Rotzlöffel klar machst, dass er gefälligst wieder hier aufzukreuzen hat? Hier ist auf jeden Fall eine sehr interessante Brücke mitten auf dem Fußweg. Man sieht sich. Das sieht sehr interessant aus. Da muss ich jetzt auf jeden Fall mal gucken, wo das hinführt. Auf jeden Fall in den Kanal. Sofort stehen bleiben. Geh mir aus dem Weg, Schwachkopf. Wir regeln diesen Teil der Stadt ab. Der Doge persönlich hat uns dazu autorisiert. Also bleib, wo du bist. Du hast offenbar nicht die geringste Ahnung, mit wem du hier sprichst. Lass mich sofort durch, oder das hier wird schwerwiegende Konsequenzen haben. Hör mal. Wer auch immer du bist, wir sind in diesem Bezirk die neue Autorität. Da ist zu. Und wir haben diese mächtigen Waffen hier. Also bleib, wo du bist, wenn dir dein Leben lieb ist. Wer bist denn du? Halleluja! Das werden sie bereuen. Das werden sie aber sowas von bereuen. Die Raben sollen ihnen die Augen auspicken und die Ratten sollen ihre Zehen abnagen. Und dann sollen sie alle von der Pest. Ja, das ist dann scheinbar auch der Nachteil von so einer Gildenzugehörigkeit. Die anderen Gilden sind dann natürlich. Die Person, die mir helfen könnte, hasst mich von ganzem Herzen. Wer bist du? Es gibt nichts, was ich einem Mitglied des Ordens des Heiligen Siegels zu sagen hätte. Wer hasst dich? Das ist eine lange Geschichte. Früher, da gab es einen Nachtwächter, der die Schlüssel zum Tor des inneren Bezirks besaß. Aber die Nachtwachengilde wurde geschlossen, da sie gegen den Dogen aufbegehrte. Aber das Quartier der Gilde ist noch immer dort drüben, siehst du? Wenn du diesen alten Nachtwächter auftreibst an meiner Stelle, und dann könnte er dir vielleicht den Schlüssel zum Tor überlassen. Warum fragst du ihn nicht selbst? Sagen wir mal so, der Grund, warum seine Gilde geschlossen wurde, war ich. Auf Wiedersehen. Oh, dich habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin Korporal Kronos, das letzte Mitglied der einst stolzen Gilde der Nachtwächter. Viele Jahre lang waren wir eine wahre Legende. Bekannt in der ganzen Stadt, bis der Doge eines Tages die Gilde geschlossen hat. Zumindest behauptet man das. Als ich eines Morgens zurückkam, waren sie alle fort. So als hätte man den guten alten Kronos einfach vergessen. Aber wenn die Gilde geschlossen wäre, warum sollte ich dann noch hier sein? Naja, ich werde meine Arbeit als Nachtwächter fortsetzen, bis dieses Missverständnis aus der Welt ist. Wie kann ich dir helfen? Weißt du etwas über magische Bücher oder jemanden namens Sophistus? Ja, gut, Nox, den kennen wir schon. Bücher? Ich bin ein Wachmann. Also wie kommst du darauf, dass ich lesen kann? Du solltest mal in den Hintergassen vorbeischauen. Ich habe gehört, dass dort jemand wohnt, der etwas über diese Bücher wissen könnte.
Was ist dein Beruf? Ich bin ein Nachtwächter. Und du? Warte, sag's nicht. Ich werde es erraten. Du bist eine Kämpfernatur, richtig? Ich kann mit Waffen umgehen. Großartig. Vielleicht kannst du mir ja einen Gefallen tun. Hör zu, auf dem Dachboden des Quartiers der Nachtwache befindet sich eine Fledermaus. Ja, genau. Wie auch immer, vor einigen Nächten hat mir das gierige Biest mein Nachtwachenabzeichen stibitzt. Es war das einzige offizielle Ding, das mir geblieben ist. Wenn du also diese Fledermaus besiegen könntest und mir mein Abzeichen zurückbringst, dann gebe ich dir dafür meine alten Schlüssel zum Stadttor des inneren Bezirks. Das ist doch ein gutes Geschäft, oder? Das Quartier der Nachtwache befindet sich nahe dem Tor, ganz im Osten dieses Stadtviertels.